Weiter geht's mit den Vektoren und wir hatten in diesem Beispiel festgelegt, was ein Vektor sein sollte. Ich möchte jetzt noch ein paar Namen einführen. Und zwar, wenn ich diese beiden Vektoren hier habe, die parallel sein sollen, dann sagt man, dass die Vektoren die gleiche Richtung haben. Interessanterweise haben auch diese beiden Vektoren die gleiche Richtung. Sie sind nur verschieden orientiert. Das heißt, auch hier oben in unserem Beispiel, der Vektor von P nach Q und der Vektor von Q nach P haben die gleiche Richtung. Sie wären also parallel zueinander. Das heißt, gleiche Richtung hat immer etwas zu tun mit parallel. Und wenn sie parallel sind, haben sie die gleiche Richtung. Die Orientierung gibt an, ob der Pfeil an der einen oder an der anderen Seite sitzt. Das ist ein bisschen anders als in der Alltagssprache, deswegen muss man sich da mathematisch dran gewöhnen. Diese beiden Vektoren haben die gleiche Richtung, haben auch dieselbe Orientierung, aber haben eine unterschiedliche Länge, wie man sieht. Und die Länge eines Vektors bezeichnet man als Betrag. Das kennt ihr wahrscheinlich schon aus der Physik. Da spricht man auch vom Betrag, Angriffspunkt bei Kraftvektoren zum Beispiel. So in Klasse 8 macht man das in der Regel. Und Richtung, da ist es genauso. Also auch in der Mathematik, man sagt nicht die Länge eines Vektors, sondern man sagt der Betrag eines Vektors. Gleiche Richtung bedeutet, der ist parallel. Orientierung bedeutet, wohin zeigt die Spitze. Ja, das wären nochmal ein paar Grundbegriffe. So, Rechenoperationen von Vektoren. Welche Rechenoperationen kann man haben? Man kann die Addition haben. Addition zweier Vektoren. Ich nehme mal ein Beispiel. Vektor A ist gleich 1, 2, 3. Und unser Vektor B soll 1, 4, 7 als Koordinaten haben. Und dann wäre die Frage, was ist der Vektor A plus B? Das wäre hier in einem Koordinatensystem die Hintereinander-Anwendung zweier Vektoren. Ich nehme also zuerst den einen, dann lande ich irgendwo und dann hänge ich den anderen noch dran. Ja, und das passiert natürlich dadurch, dass man die Anweisungen in jede Richtung nacheinander ausführt und addiert. Das heißt, a plus b wäre dann nichts anderes als 1, 2, 3 plus 1, 4, 7. Ja, und wenn das komponentenweise passiert, 1 plus 1 ist 2. Also wenn ich zuerst einen nach rechts gehe und gehe dann später nochmal einen nach rechts, bin ich insgesamt 2 nach rechts gegangen. 2 in Y-Richtung und anschließend nochmal 4 in Y-Richtung sind logischerweise 6 in Y-Richtung. Und im ersten Fall 3 in Z-Richtung und danach nochmal 7 in Z-Richtung. Dann wäre ich bei 10 in Z-Richtung. Das heißt, die Addition funktioniert komponentenweise. Und damit hat man eigentlich die Subtraktion auch schon abgeräumt. Ich nehme mal dieselben beiden Vektoren und rechne diesmal a minus b und habe dann also 1, 2, 3 minus 1, 4, 7. Und ja, auch hier wird wieder komponentenweise subtrahiert. Das ist also hier genauso. Denn wenn ich einen in positive x-Richtung gehe und gehe minus einen, also wieder zurück, dann bin ich anschließend 0 Felder weit gekommen. Also 1 minus 1 ist 0. 2 minus 4 wäre minus 2. Das Minuszeichen bedeutet 2 nach unten in dem Fall, weil es ja die y-Koordinate ist. Und 3 minus 7 ist minus 4. Das heißt, wenn ich den Vektor a minus b rechne, dann komme ich auf diese Weise weiter. Ja, das wäre dann der Fall bei der Subtraktion. Bei der Multiplikation ist es ein bisschen komplizierter. Deswegen sparen wir uns die noch auf, weil man mit Addition und Subtraktion schon weiterkommt.
Hier können wir noch thematisieren, was eigentlich passiert, wenn man einen Vektor zwischen zwei Punkten bilden will. Also Vektor zwischen zwei Punkten. So wie wir das im Anfangsbeispiel gemacht haben. Im Anfangsbeispiel haben wir ja gesagt, wir wollen vom Punkt P zum Punkt Q hin. Und wenn die beiden Punkte P und Q sein sollen, dann wäre der Vektor PQ, also von P nach Q, das kann man so schreiben, wäre nichts anderes als Q minus P. Schauen wir uns das im obigen Beispiel nochmal an. Was ist jetzt mit diesem Vektor Q gemeint? Es ist nicht der Punkt gemeint, sondern es ist der sogenannte Ortsvektor gemeint. Und der Ortsvektor, der startet immer im Ursprung und geht vom Ursprung zum Punkt hin. Das heißt, der Ortsvektor vom Punkt P wäre der, der hier im Ursprung startet und zum Punkt P führt. Der hat natürlich im Grunde dieselben Koordinaten wie der Punkt, denn um vom Ursprung zu dem Punkt zu kommen, muss man zwei in x-Richtung und einen nach oben gehen. Das heißt, dieser Ortsvektor hätte die Koordinaten 2, 1, aber übereinander, nicht wie beim Punkt nebeneinander. Und logischerweise wäre der Ortsvektor zum Punkt Q der 5, 3er, der vom Ursprung 5 Einheiten nach hier und 3 nach oben führt. So, wenn ich jetzt vom Punkt P zum Punkt Q möchte, dann kann man sich das so vorstellen, dass ich diesen Ortsvektor des Punktes umgekehrt durchlaufe, mit anderer Orientierung. Das heißt, ich muss minus P nehmen plus Q und dann bin ich da angekommen. Also, um von hier nach da zu kommen, kann ich über den Ursprung, den Umweg mir denken, hin zum Punkt Q und dann hätte ich minus P plus Q und das kann ich dann rumdrehen und kann sagen, der Vektor zwischen zwei Punkten ist immer der hintere Ortsvektor minus der vordere. Also auch hier ein Beispiel. Der Punkt P hätte die Koordinaten 1, 2, 5 und der Punkt Q hat die Koordinaten minus 1, 0, 2. Und ich möchte gerne den Vektor PQ angeben, also den Vektor zwischen den beiden Punkten, so wie oben. Dann ist das nichts anderes als der hintere Ortsvektor Q minus der vordere Ortsvektor P. Ja, und dann können wir einsetzen, das ist minus 1, 0, 2 minus 1, 2, 5. Und ja, wie man zwei Vektoren subtrahiert, das hatten wir gerade. Das wäre also minus 1, minus 1 sind minus 2, 0 minus 2 sind minus 2 und 2 minus 5 ist minus 3. Das heißt, um vom Punkt P zum Punkt Q zu kommen, müsste ich 2 nach links, 2 nach unten und 3 in die Papierebene hinein. Ja, soweit zum zweiten Video.